Hallo und herzlich willkommen zurück bei Foundation. In der letzten Folge hatten wir das Meisterwerk des Heilpflanzengartens errichtet und in dieser Folge werden wir natürlich wieder ganz entspannt und in Ruhe an unserem kleinen Küstendorf weiterbauen. Ich möchte mich in dieser Folge der klösterlichen Weinherstellung zuwenden. Diese müssen wir uns allerdings noch freischalten. Wir haben hier auf der Stufe vorbildlich beim Klerus die klösterliche Weinherstellung und wir schalten uns damit nicht nur eine Weinkellerei für 25 Einfluss beim Klerus frei. Wir haben uns jetzt hier gleich zwei Gebäude freigeschaltet, die schauen wir uns gleich in der Praxis an. Doch wir benötigen noch etwas. Und zwar auf dem allgemeinen Pfad brauchen wir auch noch auf der Stufe lebhaft die Fassbinderei. Wir benötigen nämlich Fässer für die Abfüllung des Weines. Das kostet uns jetzt 200 Goldmünzen. Dann können wir uns direkt ans Bauen machen. Und wir werden uns natürlich zunächst um die Weinherstellung bzw. die Anpflanzung des Weines kümmern. Wir errichten ein neues Nebengebäude bei unserem Bergkloster, und zwar die Weinkellerei. Diese besteht aus zwei Gebäuden, einem Weinberg und einer Weinkellerei. Dort werden die Trauben mittels Fässern in Wein verwandelt. Beginnen wir mal mit der Weinkellerei und die möchte ich gerne hier unten in der Nähe unserer Sammlerhütten platzieren. Und wir werden ein kleines Weingut aufbauen und dieses auch einfassen. Und wir werden dann auch hier noch ein bisschen mehr machen. Aber kümmern wir uns erstmal um die Weinkellerei. Der Eingang liegt hier. Das sieht ganz gut aus. Ich möchte das Gebäude noch ein wenig rumdrehen. Ich glaube, so sieht es noch etwas netter aus. Ich lasse außen noch ein bisschen Abstand, denn ich möchte auch eine Hecke platzieren. Die Weinkellerei kostet uns jetzt nicht viel, nur ein paar behauene Steine, normale Steine und Bretter und ein paar Werkzeuge. Und wir werden gleich mit dem Weinberg weitermachen, den brauchen wir auch. Und ich möchte wirklich einen Weinberg auch errichten. Wir haben hier einen sehr schönen kleinen Hügel oder einen kleinen Berg. Ich würde sagen, das ist nur ein Hügel. Und den Weinberg, den werden wir jetzt hier platzieren. Der kostet uns auch nicht viel. Nur 20 Bretter, 5 Steine und 2 Werkzeuge. Der Weinkellerei geben wir gleich mal eine hohe Priorität. Ich möchte, dass das schnell fertig wird. Und wir haben hier schon eine Art Vorleistung auch in der Nähe, nämlich einen Speicher. Den Speicher werden wir umfunktionieren. Werfen wir mal ganz kurz einen Blick darauf. Wir brauchen hier keine Fische mehr. Kräuter werden wir hier mal eingelagert lassen bzw. weiterhin vorsehen. Wir müssen hier auf jeden Fall natürlich den Wein einlagern, sobald dieser hergestellt ist. Und wir werden hier auch Trauben einlagern. Das sollte für den Moment genügen. Und wir werden jetzt gleich hier noch etwas mehr machen, und zwar eine Hecke ziehen. Das ist mir auf jeden Fall wichtig. Ich finde, eine Hecke passt hier am besten. Wir könnten natürlich auch eine Mauer verwenden, aber ich möchte hier mal auf die Hecke zurückgreifen. Die setze ich in der Regel nicht so oft ein. Ich möchte die jetzt erstmal nur grob anlegen und dann werden wir die gleich noch etwas verfeinern, denn so sieht sie etwas sehr eckig aus. Wir werden mal hier entlang des Weges gehen, das ist ja auch der Weg, der in unser Dorf führt. Da kommt auch gerade eine Besuchergruppe, also unser Hospizium im Kloster, das wird sehr angenommen, das ist sehr schön. Dadurch verdienen wir uns ja mittels Spenden auch ein paar Goldmünzen. Aber Goldmünzen haben wir eigentlich mehr als genug. Unsere Schatzkammer ist auch gleich wieder voll gefüllt. Oder unsere Schatzkammern, muss ich ja eher sagen. Wir haben hier nicht nur eine in unserem Gutshaus, sondern auch in unserem Kloster haben wir Schatzkammern und auch in unseren Wehranlagen. Um unser Militär müssen wir uns in dieser Folge auch mal wieder kümmern. Unsere Soldaten sind die ganze Zeit untätig, aber wir bauen erstmal alles, was jetzt für die Weinherstellung notwendig ist. Und da sieht das hier schon ganz gut aus. Hier vorne möchte ich jetzt noch ein kleines Detail errichten. Nicht sonderlich wichtig, da dieses kleine Detail uns Verschönerung hier an der Stelle liefern wird. Aber hier brauchen wir eigentlich keine Verschönerung. Dennoch bin ich der Meinung, darf ein netter Eingang hier nicht fehlen. Daher möchte ich hier einen Pflanzenbogen verwenden. Den haben wir noch gar nicht verwendet. Und ich finde das sehr schön, wenn man davon zwei platziert. Und zwar wie folgt. Ein Pflanzenbogen vorne am Eingang und einen direkt dahinter.
dann sieht es nicht so langweilig aus und sieht aus wie ein richtiger großer Pflanzenbogen, bestehend aus zwei Teilen. Da fehlen eigentlich nur die Querverstrebungen. Finde ich schöner, als nur einen zu platzieren. Und wir werden jetzt mal hier noch die Hecke ein wenig korrigieren. Jedenfalls möchte ich versuchen, das noch so ein wenig abzurunden. Ich würde sagen, für den Moment sieht das ganz gut aus und wir können uns das mal von oben anschauen. Hier auf dem Hügel werden dann die Weinreben stehen. Das ist für den Moment genug und wir müssen uns jetzt noch um etwas anderes kümmern. Wir begeben uns mal zunächst ins Dorfzentrum. Uns erwarten nämlich zwei Neuankömmlinge. Ladies first und dann der junge Herr. Und wir haben hier eine Gelegenheit für Verhandlung. Wir unterstützen ja aktuell die Verhandlung der Äbtissin aus Northbury bzw. mit den Kaufleuten aus Northbury. Aber wir haben hier im Moment eine hundertprozentige Zustimmung. Daher lassen wir diese Gelegenheit verstreichen. Das würde uns ohnehin nur Ressourcen kosten. Wir wenden unsere Ressourcen lieber für etwas anderes auf, nämlich für die Fassherstellung. Wir brauchen eine Fassbinderei. Die haben wir hier bei der Ressourcenproduktion und das ist ein recht großes Gebäude und dieses beschäftigt dann drei Bürger oder Bürgerinnen. Und da habe ich mir schon eine Stelle ausgesucht. Wir haben hier auch noch ein Lagerhaus. Das hatte ich als Vorleistung dafür auch schon mitgebaut und ich möchte hier am Hang die Fassbinderei eigentlich gedreht bauen. Ich möchte die Eingänge hinten haben, das sieht besser aus. Das schauen wir uns gleich mal von hier an. Wir haben hier nämlich eine Rampe und durch die abschüssige Lage würde die Rampe schweben. Das habe ich schon ausprobiert. Wir errichten eine Fassbinderei. Das kostet uns jetzt vor allem 300 Münzen. Die Ressourcen sind es nicht. Und dann werden wir uns mal auch um die Ressourcen bzw. die Einlagerung der benötigten Ressourcen kümmern. Wir haben das ja eben schon gemacht mit dem Wein und den Trauben. Und wir haben hier noch einen Platz im Lagerhaus frei. Und da sollen logischerweise jetzt Fässer eingelagert werden. Wir müssen uns jetzt allerdings noch um die Ressourcen kümmern, die wir verarbeiten. Wir stellen ja aus Erz, unter anderem Eisen natürlich her und auch Werkzeuge. Werkzeuge möchte ich ab sofort nicht mehr verkaufen. Wir brauchen unser Erz für die Kerzenherstellung und natürlich auch jetzt für die Fässer. Daher beenden wir mal den Verkauf von Werkzeugen. Die können wir jetzt selber gut gebrauchen und wir werden uns stattdessen etwas einkaufen. Ich möchte Eisenerz und Eisen einkaufen. Da werden wir mal den Einkauf bei Eisen auf 33 setzen und beim Eisenerz auf 66. Das sollte für den Moment genügen. Ich will nur nicht, dass uns das Eisen ausgeht. Da haben wir im Moment auch tatsächlich nur noch drei vorrätig und nur ein einziges Eisenerz. Aber wir haben 91 Kohle. Ich denke, das ist das Beste. Und wir werden gleich noch etwas vorsehen. Wir werden ja in Kürze dann auch Wein haben. Wir haben sogar schon ein wenig Wein. Müssten wir aus den Militärmissionen haben. Und Wein möchte ich gerne verkaufen. Also wir produzieren Wein eigentlich nur für den Verkauf. Das Kloster produziert ja in erster Linie Luxusgüter und die sollten wir in klingende Münze verwandeln. Wir behalten uns jeweils einfach nur 33 zurück, also wir machen auch keine Münzen durch den eingelagerten Wein. Dann sind wir hiermit erst einmal fertig und wir werden uns mal unserem Militär zuwenden. Da haben wir im Moment 5 Missionen, wir haben hier sogar eine schwere. Wir schauen uns die mal ganz kurz an. Da können wir Haushaltswaren unter anderem bekommen und Werkzeuge, gewöhnliche Kleidung. Wir schauen mal, was wir noch haben. Wir haben ja eine klösterliche Eskorte. Das würde uns gerade sehr entgegenkommen. Versuchen wir mal diese mittlere Mission. Wir haben auch noch 2 Speere, die wir verteilen sollten. Wir werden mal Ferrando mit einem Speer ausstatten. Ist unser stärkster Rekrut, der noch keinen Speer hat. Und ich würde uns gerne noch eine Rekrutin suchen. Hicke ist ein Rekrut. Wir suchen mal weiter, ob wir noch eine Dame finden. Ja, hier haben wir Margarita. Margarita erhält auch einen Speer. Ich bin ja für Gleichberechtigung. Und jetzt werden wir mal den Trupp bereit machen. Zum Glück haben wir noch etwas Zeit und müssen uns hier nicht beeilen. Wir werden mal Havelock auch noch auf diese Mission entsenden und noch ein paar von den unerfahrenen Rekruten.
Das sieht schon ganz gut aus und wir werden mal auch auf diese Mission Margarita schicken. Wir haben die maximale Erfolgswahrscheinlichkeit. Wir werden noch einen schwachen Rekruten entsenden und dann schauen wir mal, welche Mission wir noch angehen können. Wir haben hier zweimal Ungeziefer jagen. Probieren wir mal eine davon. Hier haben wir noch 8 Tage übrig und wir können uns durch diese Mission Nahrungsmittel verschaffen. Hier würde ich sagen, entsenden wir jetzt einfach alle Rekruten, damit sie weitere Ausbildung erhalten bzw. weitere Erfahrung sammeln. Und wir werden auch noch mal schauen ganz kurz, was unsere Vogtin macht. Sie ist noch dabei, Einfluss beim Königreich für uns zu gewinnen. Und Schwester Paterna, sie ist dabei, Einfluss beim Klerus für uns zu sammeln. Wir begeben uns mal zum Kloster. Da möchte ich jetzt alle arbeitslosen Damen zuweisen. Wir werden nämlich für die Weinkellerei insgesamt zunächst 5 Brüder oder Schwestern benötigen. Ich möchte allerdings nur Damen ans Kloster überstellen, denn wir können uns noch jemanden im Kloster verschaffen, und zwar eine Klostervorsteherin oder einen Klostervorsteher. Dafür brauchen wir allerdings entweder 10 Brüder oder 10 Schwestern. Und da wir ja bekanntlichermaßen hier immer wieder mehr Damen als Herren haben, möchte ich jetzt zunächst nur Damen ans Kloster überstellen. Wir haben jetzt 20 Nonnen. Die schauen wir uns auch gleich mal an. Da haben wir An Felicia. Da haben wir eine Christina, auch ein sehr schöner Name. Eine Dissiol. Da haben wir noch eine Ingris. Mal gucken, ob wir überhaupt alle befördern können. Und dann haben wir hier noch eine Regnild. Wir werden mal alle Novizinnen zu Schwestern befördern. Wir haben auch gerade 60 Manuskripte. Wir kommen also hin. Das ist sehr schön. Und wir haben die Manuskripte mal ausgegeben. Wir können ja in unseren Skriptorien jeweils nur 50 Manuskripte einlagern. Und im kleinen Skriptorium, da liegen jetzt noch 10 Manuskripte. So, dann sind wir damit schon mal fertig und wir können uns erneut um einen Neuankömmling kümmern. Mal sehen, ob wir eine Dame oder einen Herrn haben. Wir haben einen Herrn hier stehen. Vielleicht sollten wir ihn zu einem Bergarbeiter machen. Wir schauen mal ganz kurz bei unserer Goldmine vorbei. Ja, wir können hier Bergarbeiter zuweisen. Da würde ich jetzt gerne Herrn natürlich zuweisen. Wir haben unsere ganzen Damen gerade ans Kloster überstellt. Dann werden wir mal Geoffroy und Unwan zu Bergarbeitern machen. Dann haben wir auch unsere Goldproduktion verbessert und wir haben noch einen arbeitslosen Dorfbewohner. Also da haben wir uns gut um unsere Dorfbewohner gekümmert und wir müssen uns auch noch um etwas kümmern, denn wir werden für die Weinkellerei bzw. für unser Weingut noch etwas benötigen hier, und zwar ein weiteres Lagerhaus. Die Fässer sollen natürlich nicht über diese lange Strecke von unseren Klösterlichen transportiert werden müssen, also werden wir hier noch ein Lagerhaus errichten. Das darf hier auch nicht fehlen. Allerdings brauchen wir hier eigentlich kein so großes Lagerhaus. Da wäre es sehr schön, wenn es auch kleinere Lagerhäuser geben würde. Wir haben eigentlich gar nicht so viele Materialien hier in der Nähe. Hier haben wir noch ein paar Steine. Die werden wir mal aussparen und das Lagerhaus einfach hier platzieren. Ich denke, das sieht ganz nett aus unterhalb unseres Militärforts. Lassen wir das Lagerhaus bauen und wir werden gleich mal den einen Herrn, der hier noch keine Arbeit hat, zu einem Träger machen. Dann müssen wir uns später nicht drum kümmern. Das wäre auch schon erledigt und wir haben eigentlich gerade alles erledigt, was es zu erledigen gab, auf jeden Fall für den Grundaufbau der Weinproduktion. Dann begeben wir uns mal ganz kurz ins Dorf. Wir sollten vielleicht noch kurz einen Moment warten. Die Verhandlungen mit Northbury sind nämlich gleich zu Ende. Da wäre es auch schon erfolgt. Die Verhandlungen waren erfolgreich. Die Abgesandte der Äbtissin hat ihre Geschäfte erfolgreich ausgehandelt. Und wir haben wieder 20 Einfluss beim Klerus erhalten. Wir haben wieder 69 Punkte, nachdem wir eben ein wenig was für die Weinherstellung ausgegeben hatten. Und nun wenden wir uns einfach dem Kurier zu. Hopfenüberschuss gegen Eisen.
Verwandte eurer Dorfbewohner haben von eurem überschüssigen Hopfen gehört und möchten etwas davon gegen Eisen eintauschen. Das klingt gar nicht verkehrt. Wir haben sogar 257 Hopfen aktuell eingelagert, brauchen für diese Lieferung allerdings nur 200. Wir erhalten 5 Einfluss bei der Arbeiterschaft und 75 Eisen. Wir haben es ja gerade gesehen, uns fehlt Eisen. Also würde ich sagen, das ist ein Wort. Dann liefern wir mal den Hopfen und warten ganz kurz ab. Sehr schön, das wäre erledigt und das erinnert mich daran, dass wir unsere Hopfenproduktion auch mal verbessern sollten. Da habe ich mir auch schon eine Stelle ausgesucht, wo das sehr gut passen würde. Allerdings steht da noch eine Windmühle an dieser Stelle. Diesen Hang hier, den könnten wir sehr gut für die Hopfenproduktion nutzen. Daher werden wir diese Windmühle versetzen. Bauen wir mal wieder eine Windmühle. Das haben wir schon lange nicht mehr getan. Und ich möchte diese Windmühle weiter nach oben auf den Berg oder hier auf diesen Hügel bringen. Und hier drüben haben wir auch einen Speicher. Wenn ich mich jetzt richtig entsinne, müssten wir hier auch Weizen einlagern. Ja, dann ist das genau die richtige Stelle. Und wir werden uns diese Windmühle noch rumdrehen. Ich glaube, das sieht besser aus, wenn wir die von unten richtig schön sehen können. Das sieht gut aus. Das möchte ich mir nochmal aus der Entfernung kurz anschauen. Das wird dann gut aussehen, sobald die errichtet ist. Wir könnten sie natürlich auch hier hinstellen. Ich überlege gerade, ob das noch besser ist. Das sieht eigentlich noch mittelalterlicher aus. Und ich finde auch, der Sockel bzw. das Fundament der Windmühle ist etwas schöner gedreht. Ich möchte mir das nochmal zusammen mit den anderen Windmühlen anschauen. Ich würde sagen, das sieht sehr gut aus. Bauen wir die Windmühle an dieser Stelle für 50 Goldmünzen unter anderem. Allzu viel sollten wir gar nicht bauen. Eigentlich ist da schon sehr viel. Wir haben noch einige offene Baustellen. Da werden wir auch gleich mal vorbeischauen. Aber wir werden mal schon eines tun. Wir werden hier die Windmühle abreißen. Da haben wir im Moment nur einmal Weizen drin und zweimal Mehl. Das können wir, glaube ich, verschmerzen. Wir schauen mal ganz kurz bei unserem Meisterwerk des mechanischen Springbrunnens vorbei. Das sieht schon sehr gut aus. Es ist alles fertig, bis auf die Figuren. Da fehlen uns jetzt noch 6 Skulpturen. Es sind also tatsächlich nur die kleinen Figuren, die noch fehlen. Und ich würde sagen, das ist sehr passend hier. Sieht sehr imposant auch aus. Und ich glaube, eine schöne Ergänzung hier für den Kirchenmarkt und unser nördliches Dorfzentrum, nennen wir es mal so. Unsere Vogtin ist gerade zurückgekehrt, das ist sehr schön. Allerdings glaube ich, dass unsere Schwester Paterna noch nicht zurück ist. Gewähren wir Adelaide ein wenig Zeit, sich zu erholen. Wir haben im Moment auch 47 Einfluss beim Königreich. Wir müssen uns da nicht überschlagen. Beim Königreich müssen wir uns eigentlich nichts mehr freischalten. Da könnten wir uns nur andere Privilegien freischalten. Aber die benötigen wir eigentlich nicht mehr. Hier haben wir auch gerade Neuankömmlinge und jetzt sind auch gerade unsere Soldaten zurückgekehrt. Wir warten das mal ganz kurz ab und schauen, was unser Kloster macht, beziehungsweise unsere Klosterbaustelle, um genau zu sein. Und zwar im Speziellen die Kapelle. Da liegen alle Baumaterialien vor und da muss bloß noch gearbeitet werden. Also wir könnten auch der Kapelle eine hohe Priorität geben. Das werden wir vielleicht später noch machen, wenn die restlichen Gebäude errichtet sind. Und wir werfen auch mal einen Blick hier drüben bei unserer Waldsiedlung. Da sind neue Häuser jetzt fertig. Wir haben ja sogar noch 3 im Bau. Also durch unsere Expansion in der letzten Folge sind hier sogar 6 neue Häuser entstanden, wenn ich richtig zähle. Und das sind noch kleine Häuser alle. Das heißt, hier haben wir jetzt bloß für 12 neue Unterkünfte gesorgt. Und das kann sich noch weit steigern. Jedes Gebäude kann dann weitere 4 Dorfbewohner bzw. Leibeigene aufnehmen. Wir sollten hier in dem Gebiet auch noch etwas expandieren. Wir haben auf jeden Fall mehr als genug Territorium schon erworben, um das tun zu können. Aber ich würde mich jetzt gerne erstmal weiter um unser Dorf kümmern und noch nicht weiter ausbauen. Unsere Baumeister sind, wie gesehen, ordentlich beschäftigt. Und wir haben wieder 2 Damen hier stehen. Vielleicht sollten wir gleich noch eine ans Kloster überstellen. Wir sollten mal schauen, wie viele Arbeitslose wir im Kloster haben. Nein, wir schauen uns erstmal unsere erfolgreiche Militärmission an, beziehungsweise die Belohnung. Das sieht recht ordentlich aus. Wir haben einiges erhalten. Bärenbräu ist dabei,
Wir haben Milch erhalten, Fleisch, Brot und wir haben auch ein bisschen Einfluss beim Königreich gewonnen. Wir schauen mal, wie es um unsere Soldaten bestellt ist. Da haben wir 2 Verwundete jetzt leider dabei. Auch Alfhelm, der mit dem Speer, ist leider verwundet. Wir gucken mal, ob wir eine interessante Mission hier haben. Ich würde sagen, wir schauen uns mal diese hier an. Nachschub eskortieren. Sieht interessant aus. Und dann haben wir hier noch eine besondere Mission. Diese ist allerdings schwer. Wir sollen eine Waffenschmiede überfallen und würden bei Erfolg eine einzigartige Belohnung mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit, das muss dazu gesagt sein, erhalten. Wir können die wohl nicht angehen. Wir müssen wohl noch warten, bis unsere Soldaten, also der andere Trupp, zurück ist. Wir probieren es dennoch mal. Wir schauen mal, wie die Erfolgswahrscheinlichkeit mit den aktuell verfügbaren Soldaten wäre. Leider nur durchschnittlich. Wenn wir Alfhelm und den anderen verwundeten Rekruten entsenden, bleiben wir bei durchschnittlich. Also unsere Rekruten bzw. Soldaten sind noch nicht stark genug. Dann sollten wir das lassen. Wir gucken nochmal ganz kurz, ob wir nicht eine einfachere Mission finden. Wir sollen Mittel beschützen. Dafür erhalten wir Werkzeuge und Golderz. Braucht man nicht unbedingt. Wir schauen mal, wie es mit der Speisung der Armee aussieht. Da können wir auf jeden Fall Nahrungsmittel uns wieder verschaffen. Wir probieren es mal aus. Wir kommen auf eine maximale Erfolgswahrscheinlichkeit. Also entsenden wir unsere Soldaten erneut. Sehr schön, dann wäre das erledigt. Wir haben uns mal wieder ein bisschen mit unseren Soldaten beschäftigt und ihnen Aufgaben gegeben. Und wir gucken mal, wie es bei unseren Baustellen aussieht. Beginnen wir mal mit unserer Weinkellerei. Da liegen alle Baumaterialien vor. Galliando ist aktuell der Baustelle zugewiesen. Wir müssen uns also nur ein wenig gedulden. Unsere Windmühle, da hat sich noch keiner drum gekümmert. Das ist sehr schade. Da können wir also noch keine Änderung sehen jetzt da drüben auf dem Berghang. Das Lagerhaus hat alle Baumaterialien. Das ist sehr schön. Und wir haben gerade die Fassbinderei fertiggestellt bekommen. Die schauen wir uns natürlich an. Ja, wir sehen sie jetzt hier nicht ganz so gut, da wir hier den Hang haben. Aber sie ist fertiggestellt und wir sollten uns 3 arbeitslose Dorfbewohner suchen. Denn wir brauchen Fassbinder oder Fassbinderinnen. Wir haben aktuell 2 arbeitslose Dorfbewohner. Da haben wir Estobia und Lisabetta. Dann werden wir die beiden Damen zu Bürgerinnen befördern und zu Fassbinderinnen machen. Dann haben wir weitere Bürgerliche in unserem Dorf. Wir schauen mal ganz kurz, wie viele wir jetzt genau haben. Wir haben jetzt 15 Bürger. Das kann, glaube ich, nicht sein. Ich glaube, wir hatten schon mehr. Auf jeden Fall stehen hier 54 und 15. Nun gut, also 54 Gemeine haben wir. Ich rechne damit, dass wir alle Gemeinen zu Bürgern ernennen, um unser Ziel, ein Leben für die Arbeiterschaft, zu schaffen. Wir haben jetzt hier gerade eine ungenügende Unterkunft. Wir schauen mal ganz kurz, wo das ist. Also das können wir hier gerade nicht verorten. Und derjenige ist gerade in die Dorfkirche gelaufen. Wir müssen wohl einfach abwarten. Wir haben ja oben ein wenig was im Bau. Und ich staune gerade, unsere beiden Damen wollen wohl nicht in der Fassbinderei ihre Arbeit aufnehmen. Dann machen wir das mal selbst und dann wäre das auch schon erledigt. Vielleicht sollten wir einen unserer Bildhauer umschulen. Wir hatten ja einen Bildhauer hier in unserer Glasmanufaktur beschäftigt und der hat gerade nichts zu tun. Vielleicht sollten wir ihm wirklich eine andere Aufgabe geben, denn das Einzige, was er tun kann im Moment, ist darauf warten, dass wir ihm eine neue Aufgabe geben. Wir könnten natürlich hier bei unserer Dorfkirche auch noch ein Glasfenster anbringen, aber hier bietet sich eigentlich keine Stelle so wirklich an. Daher würde ich sagen, soll er sich noch ein wenig die Zeit vertreiben, bis wir unsere Abteikirche bauen. Das werden wir auch demnächst tun, sobald nämlich unsere Kapelle fertig ist. Und da werden wir dann ein zweites Buntglasfenster errichten lassen bzw. mitbauen lassen. Und ich sehe hier gerade, das sieht sehr nett aus, unsere Sammler nutzen sogar dieses Bärenvorkommen hier ganz weit ab von allem.
Obwohl hier drüben genug Beeren sind, ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen, aber es sieht sehr nett aus. Ich würde sagen, wir gucken nochmal, dass hier etwas fertig wird und wie es gerade aussieht. Hier ist noch nichts fertiggestellt, aber ich glaube, hier wird gerade ein Haus ausgebaut, das ist sehr schön. Also die angespannte Wohnsituation dürfte sich entspannen. Wir müssten eigentlich auch hier drüben uns mal um die Grenzansiedlung kümmern. Das können wir mal versuchen, ob wir hier nicht noch ein weiteres Wohnhaus für unsere Dorfbewohner hinbekommen. Wir werden es mal hier versuchen, neben dem Lagerhaus. Vielleicht sehen wir ja gleich hier ein neues Wohngebäude oder zumindest die Baustelle. Ich möchte auf jeden Fall nicht weitergehen bis da hinten. Sehr schön, da ist gerade ein neues entstanden, das ist schön eng gefasst. Deswegen habe ich das hier auch gerade nur ganz wenig aufgezogen. Ich überlege, ob wir hier nicht nochmal die Palisade verwenden und dieses kleine Grenzdorf einfassen mittels einer Palisade. Apropos Palisade, ich möchte mal ganz kurz schauen. Ich glaube, wir können mal die Palisade hier bei unserem Grenzfort endlich schließen. Jetzt ist das möglich. Wir sehen wenigstens, was wir hier tun. Das war bisher etwas schwierig, da ja noch alles im Wald lag. Wir sollten vielleicht noch einen kleinen Moment warten. Unsere Holzfällerinnen sind hier gerade beschäftigt und nehmen uns hier gerade die Bäume weg. Das ist sehr schön. Mal gucken, ob es jetzt hinhaut. Wir müssen das ja nicht rechteckig machen. Das ist ja gar nicht nötig. Ich würde sagen, das könnte ganz gut aussehen, wenn wir das einfach so machen. Und dann können wir hier nämlich auch die Aufforstung wieder in Betrieb nehmen. Allerdings sind hier drüben noch ein paar Bäume im Weg. Dann werden wir die einfach aussparen und endlich mal diese Palisade schließen. Das brannte mir schon länger unter den Nägeln. Wir gehen einfach mal hier hinten lang. Und wenn wir jetzt hier noch ein paar Bäume stehen lassen oder unsere Holzfällerin hier nicht rankommen, dann ist das, glaube ich, auch nicht so schlimm. Hier haben wir noch eine kleine Lücke in der Palisade. Da kann doch was durchschlüpfen. Das muss ja nicht sein. So sieht das gut aus. Hier haben wir auch noch eine kleine Lücke. Die werden wir mal korrigieren. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt hier so passt. Na, ich würde sagen, das runden wir noch ein bisschen ab. Ich möchte es auf jeden Fall versuchen. So sieht das ganz gut aus. Und hier noch einen weiteren Knoten rein. Und dann haben wir endlich auch unser Grenzfort ordentlich eingefasst. Das durfte ja auch nicht fehlen. Und diesen Knoten hier, den können wir versetzen, denn der Baum hier ist weg. Und hier ergibt sich gerade ein schöner Bogen. Das sieht gut aus. Auch diese Ecke werden wir mal noch ein wenig schöner machen. Da kommt noch ein weiterer Knoten dahin. Und dann haben wir das schön abgerundet. Ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Und wir können hier wirklich unser Forsthaus wieder in Betrieb nehmen. Das hatten wir ja pausieren lassen. Dann sollte hier auch aufgeforstet werden. Ich möchte noch mal ganz kurz bei den Zonen schauen. Wir können die Aufforstung hier noch ein wenig erweitern, beziehungsweise bis hier rüber gehen. So, das sollte eigentlich genügen. Hier können wir noch den Abbau etwas vergrößern, beziehungsweise die Zone dafür vergrößern. Und damit bin ich jetzt zufrieden. Dann schauen wir mal, was unsere anderen Baustellen machen und ob wir da etwas tun können. Ja, wir können uns um das Lagerhaus kümmern. Das Lagerhaus bei unserem Weingut in der Nähe. Und wir können neue Dorfbewohner aufnehmen. Das machen wir doch zunächst. Die können wir jetzt nämlich direkt im Lagerhaus beschäftigen. Wir haben nur diese beiden, die wir jetzt hier zuweisen können. Also brauchen wir noch eigentlich jemanden, der im Lagerhaus arbeitet. Aber ist auch nicht so dringend notwendig, denn im Lagerhaus können wir erst einmal nur zwei Dinge im Prinzip unterbringen, nämlich das Golderz, das wir hier in der Nähe fördern. Und wir werden hier natürlich Fässer einlagern. Etwas anderes bietet sich hier eigentlich nicht an. Wir könnten höchstens vielleicht Hölzer hier einlagern. Wird hier in der Nähe geschlagen. Und vielleicht sollten wir noch eine Reserve für Stein vorsehen. Ist nicht sonderlich sinnvoll jetzt, das gebe ich zu. Aber wir machen es einfach mal. Die Plätze müssen ja nicht leer sein. Und wir gucken mal, um was wir uns noch kümmern können. Wir müssen einfach bloß abwarten, wenn ich das richtig sehe. Denn unsere Weinkellerei dürfte gleich fertig sein und auch die Windmühle. Und jetzt war eine weitere Mission unserer Soldaten erfolgreich. Wir haben
13 Mal Honig unter anderem erhalten. Ich hätte mir eine andere Ausbeute gewünscht, aber dennoch sehr schön, dass die Mission erfolgreich war. Wir schauen mal ganz kurz, wie es um sie bestellt ist. Wir haben jetzt 3 verwundete Soldaten und da fällt mir wieder ein, wir sollten mal ganz kurz schauen, was Paterna und unsere Vogtin machen, Adelaide. Wir entsenden unsere Vogtin erneut natürlich Einfluss, diesmal bei der Arbeiterschaft für uns zu gewinnen. Und wir entsenden natürlich auch wieder Schwester Paterna. Jetzt ist das Goldvorkommen fertig, das heißt, unsere Goldmine belastet unsere Baumeister nicht mehr. Wir werfen mal ganz kurz einen Blick drauf. Das Kranlager ist jetzt auch fertiggestellt, sehr schön. Also unsere Baumeister können sich anderen Dingen zuwenden. Und das haben sie auch getan. Unsere Weinkellerei ist fertig. Und wir gucken uns mal das Ganze an. Denn wir müssen uns hier noch um etwas kümmern. Wir sind hier noch nicht ganz fertig. Wir beschäftigen jetzt hier 2 Winzerinnen und 3 Weinbauerinnen. Und hier müssen wir jetzt noch natürlich die Anbaufläche einzeichnen. Und wir haben gerade die Stufe überragend bei der Arbeiterschaft erreicht. Das müssen wir uns gleich anschauen, denn das Meisterwerk des mechanischen Springbrunns wurde fertiggestellt. Also wir hatten ja vorhin geschaut, die 6 Skulpturen sind fertig geworden. Großartig. Eins nach dem anderen. Wir lassen uns nicht stressen. Wir werden hier zunächst noch etwas tun müssen, das leider nicht ganz so offensichtlich ist. Man muss sich hier etwas durchklicken und in die Detailansicht der Weinkellerei gehen, um nämlich die Anbaufläche für den Weinberg einzeichnen zu können. Etwas sehr ungünstig gelöst, wie ich finde. Da ist das Handling, naja, etwas fragwürdig. Wir werden mal bis hier runter gehen, hier entlang des Weges bis an das kleine Wäldchen hier drüben. Und wir sehen schon Weinreben. Das sieht großartig aus. Und gleich dürfte der ganze Hügel hier oder dieser kleine Berg mit Weinreben gefüllt sein. Hier unten möchte ich noch etwas anderes errichten. Daher habe ich da noch ein wenig Raum gelassen, um das dann später auch noch tun zu können. Und so sollte das genügen für den Moment. Schauen wir uns das mal so an. Hier haben wir noch die leeren Weinstöcke. Und ich glaube, das ist schon ein ganz nettes Ergebnis für den Moment. Wir werden noch einen zweiten Weinberg auch errichten, denn eine Weinkellerei, die benötigt eigentlich 2 Weinberge. Aber alles zu seiner Zeit. Wir kehren mal in unser Dorfzentrum zurück. Da erwarten uns Neuankömmlinge. Unsere Windmühle ist fertiggestellt. Das ist sehr schön. Sie arbeitet auch wieder. Ich denke, hier ist sie etwas besser platziert als hier unten. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge können wir uns dann um eine weitere Hopfenfarm kümmern. Denn für heute sollten wir langsam zum Schluss kommen. Wir haben alles errichtet, was es zu errichten gab für die Weinkellerei. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge mit einem Blick auf unser Meisterwerk des mechanischen Springbrunns. Da sehen wir es in voller Pracht. Ein wunderschöner Bau. Und wir müssen uns, glaube ich, in der nächsten Folge neue Aufgaben für unsere Bildhauer suchen. Für heute soll es erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit Foundation und unserem kleinen Küstendorf weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.